herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Spiel. Wir wollen uns Mark of the Ninja anschauen. Und was ich davon gelesen habe an Reviews, da haben sich die Leute ja überschlagen, wie toll dieses Spiel doch sein soll. Wollen wir es uns mal anschauen? Es ist ein Stealth-Spiel und ich bin eigentlich nicht so der Stealth-Experte, muss ich zugeben. Aber mal schauen, wie es läuft. Also ich habe gelesen, es soll wohl die verschiedensten Möglichkeiten geben, sich durch die Levels zu arbeiten. Wir sind ein Ninja, ganz überraschend. Und haben im Prinzip sehr viele Freiheiten. Wir können das machen, indem wir alle Leute umbringen. Wir können aber auch versuchen, ohne jemanden umzubringen, da durchzukommen. Und selbst da soll es dann noch freie Wege geben, wie man das machen soll. So habe ich es zumindest gelesen. Ich finde auf jeden Fall schon mal schön, dass wir hier den ersten Schreibfehler schon haben. Ich hoffe mal, die Übersetzung wird dann im Spiel etwas besser sein, dass es bloß hier ein vergessener Buchstabe ist oder so. Das ist wahrscheinlich der Ninja, den wir spielen werden. Ich habe bisher noch nicht reingeschaut. Ich habe nur dieses Menü bisher gesehen und mal kurz die Optionen insofern angepasst, dass ich die Musiklautstärke mal ein bisschen runtergestellt habe. Das war eigentlich auch schon so ziemlich alles, glaube ich. Und da ich nicht so viel über das Spiel weiß, muss ich zugeben und jetzt einfach mal aus einem spontanen Impuls heraus mich dafür entschieden habe, das zu spielen, starten wir doch einfach mal und schauen rein, wie es aussieht. Tinte und Träume, du erwachst beim Lärm einer Glocke und Gewehrfeuer. Du musst Asai retten. Okay. Haben die Zeichen was zu bedeuten für uns? Ich weiß es nicht. Schauen wir rein. Hisomu Joe ist vielleicht das Gebiet, in dem wir sind. Keine Ahnung. Mark of the Ninja. You. Don't you hear the bell? Doch, doch, ja, schon. I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Okay, alles klar. Folge Aura. Mit Tab können wir mal auf die Karte schauen. Die sieht etwas merkwürdig aus. Aber gut, okay, warum nicht? Lassen wir es uns mal anschauen. Achso, die Siegel sind dann wahrscheinlich die Aufgaben, die wir haben, oder? Rette alle Ninjas. Oder es sind Zusatzaufgaben, das kann auch sein. Rette Asai, ohne entdeckt zu werden. Ach du Schande. Lass Asais große Gongs erklingen. Na gut, mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir allzu viel davon erfüllen können, aber wir schauen es uns mal an. Auf jeden Fall erstmal hüpfen. Ach, wir können noch nach oben schauen. Das ist der Schlag. Gut, ich glaube, es gibt da noch einen Kletterhaken, den wir dann mit der rechten Maustaste aktivieren können, aber der scheint momentan noch nicht verfügbar zu sein. Gut, los geht's. Soweit so klar, das war noch nicht so das Problem. We got the one that ran away, sir. They should all be killed or captured now. Excellent. Stand down and get ready to leave in 15. Momentan stehst du im Dunkeln. Aha, gut zu wissen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, mitten in der Nacht. Okay, dürfen wir jetzt von den Dingern gar nicht gesehen werden, oder wie sieht's aus? Ach so, das ist jetzt bloß ein Hinweis darauf, dass wir da gesehen werden können. Alles klar. Wait, where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Jo, geht klar. So, sollen wir hier drüben denn mal... Ist ja niedlich. Okay. Sollen wir denn hier drüben vielleicht mal den Gong aktivieren? Oder irgendwas mit ihm hier machen vielleicht? Nee, ne? Keine Ahnung, ob ich den Gong irgendwie bedienen kann. Scheint mir aber nicht so. Na gut. Ja, auch nicht. Gehen wir einfach mal davon aus, dass ich hier nichts machen kann. Weiter geht's. Watch out. They're coming this way. Na gut, verstecken wir uns mal. Wo ist sie denn jetzt hin?
verstecken wir uns mal ganz niedlich hier dahinter. Du kannst nicht ohne deine Waffen töten. Ja, dann verzichten wir mal aufs Töten. Keep moving. Würde ich sagen. Okay, kommt keiner? More of them. Find a place to hide. Schon dabei, alles klar. Soweit so gut. Ich nehme an. Oh, wir machen Geräusche. Ich nehme an, es wird noch etwas schwerer werden. Ich habe es gerade schon mitgekriegt. See those banners? We could totally sell them to a gallery, and the blood will make them look even more authentic. Okay, wahrscheinlich sollten wir dann mal aufs Rennen verzichten jetzt gerade. Get under that ledge. From there, you can pull yourself up. Okay. Alles klar. Ein Kletterhaken. Der Kletterhaken ermöglicht es dir, dich an Haltepunkten einzuhaken, indem du die rechte Maustaste drückst. Alles klar, das hatte ich noch gelesen, als ich mich vorher ein bisschen informiert hatte. Haben wir also schon mal die wichtigsten Waffen sozusagen. So, die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich glaube, ich gehe erstmal nach da oben. Er ist echt nicht gerade leise, wenn man auf Sprinten drückt. Stimme der Hisomu. In jedem Level gibt es drei Rollen, die die Geschichte des Clans erzählen. Wenn du sie findest, erhältst du Punkte? Keine Ahnung, was das Zeichen darstellen soll. Die zwischen den Levels für Upgrades verwendet werden können. A history of the Hisomu clan, as written by its masters. 500 men lie. Vanquished before Tetsuji. Takes off his blindfold. Das war informativ. So. Could you hurry up? This place is giving me the creeps. It still feels like we're being watched. Gibt's da unten was? Nee, ne? Machen wir das mal so. Okay. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. Ist sie denn unsere Meisterin oder was ist sie denn eigentlich? Ah, unser Schwert, oder? Ah, nett. Das Schwert von Tetsuji. Die Leute vom Hisomu-Clan behalten ihre Schwerter in der Scheide, bis sie mit nur einem Schlag töten können. Dieses Relikt des Clangründers wurde über hunderte von Jahren aufrechterhalten. Now you're ready to kill. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Ah, okay. Er nimmt das Ding wirklich nicht raus, wenn wir auch keinen Gegner haben. Na gut. Warum nicht? So, ich nehme an, ihn soll ich jetzt töten, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Was? Wische? Good work. But remember, you have to be quick to catch them. Das mit dem Wischen habe ich gerade nicht ganz verstanden, aber hat ja funktioniert. Also ist ja alles okay. Kann ich ihn denn jetzt hier versenken oder Körper fallen lassen? Körper fallen lassen? Ah ja, tatsächlich. Cool. Witzig. Kann ich das auch das Licht ausmachen? Ach nee, er will sich da drin verstecken. Ach so. Alles klar, alles klar. Ich muss mich ja erst noch ein bisschen reinfinden. Ist aber ganz witzig gemacht eigentlich. Oh, jetzt kommt der Kill von der Kante aus. Patz. So. Wollen wir ihn mal versenken kurz? Oh nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich ihn gar nicht greifen? Na gut, er ist ja eh gut versteckt. Von daher kein Problem. Irgendjemand hier? Nee, ne? Okay. Ist auch ein seltsamer Bau, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wer seine Häuser so baut. Aber ist in Ordnung. Warum nicht? Was ist das denn hier gewesen? War das ein Zwischenspeicher? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, da konnte ich gar nicht drauf landen. Ich dachte.
Pfeile. Normale Pfeile aus Bambus, gut geeignet zum Zerbrechen von Dingen und Ablenken von Personen. Feinden können sie aber nichts anhaben. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Okay. Klicke die rechte Maustaste auf einen davon. Ah, cool. Gefällt mir. Wir können mit den Pfeilen also auch... Oh, wir haben aber bloß eine begrenzte Anzahl, sehe ich gerade. Ach nee. Nee, haben wir doch nicht. Das ist bloß die Tastenbelegung. Wir können mit den Pfeilen also auch... die Lampen zerstören. Das ist gut. Okay, okay. If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise. So be ready for them to react. Ich hab's schon gemerkt. So, aber irgendwie will er gerade nicht. Jetzt vielleicht? Achso, ich muss die Kuh benutzen, okay. Weird. The light went out. Nett. Unvollendeter Mord? Was soll das denn heißen? Was heißt denn hier unvollendet? War gar nichts unvollendet. War alles richtig. Ihr Arschköpfe, ihr. Unvollendet. Ich fasse es ja nicht. So. Oh, hier oben ist Licht. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Okay, wir können oben lang, wir können unten lang, wir können es uns aussuchen. Das ist wahrscheinlich die Freiheit, von der die Sprache war. Was ist das? Kommt der andere auch? Ja. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber vielleicht verpisst er sich ja wieder. Ah, aber nicht so schön. So, den ziehen wir mal kurz ein Stück weg am besten. What are you doing? Were you gonna walk right up and say hi? Ja. Grapple into that tree and we can swing over them. Wir können auch einen nach dem anderen platt machen. Na gut, wenn du dich aufregst drüber, dann nehmen wir halt einen anderen Weg. Ist in Ordnung. Ach, nie darf man selbst entscheiden, wie man gehen will. Tja. Hier hinten gibt es doch bestimmt irgendwas Verstecktes, oder? Ein Artefakt zurückgeholt. Dachte ich mir doch. Wenn sie die Ecke schon so aufbauen dort, muss ja dort irgendwas sein eigentlich. Okay. Geh doch mal bitte runter. Dankeschön. Drücke mit A oder D gegen Ventile, um einen Blick hindurch zu erhaschen. Ah. Ah, ich habe in die falsche Richtung gedrückt wahrscheinlich vorhin. So wie jetzt auch. Kann ich ihn denn jetzt auch durchfallen lassen? Wäre, glaube ich, nicht so schlau, oder? Ich lasse ihn mal hier liegen. Ah, das sind die Gongs also. Gut, dann halte ich mal nach denen Ausschau. Kann ja nicht schaden. Finde ich gut. Gefällt mir. Wie viele von den Gongs gibt es denn eigentlich? Ist die Frage. Haben wir hier auch was? We snap off a branch to make a weapon. But the tree must bear the wound. Große Weisheit. Okay, gibt's denn hier auch noch was? Gucken wir noch mal hier kurz in der Ecke. Ist hier überhaupt was zum Landen? Ja doch. Nein, hier ist nichts. Auf nach unten. Ich brauche immer noch ein bisschen, um mich so reinzufinden in das Spiel. Ist aber ganz witzig gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir gut bislang. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann also doch hier.